So, Freunde der Sonne, ich bin gerade im Haus angekommen, ist 2:30 ungefähr. Huch, jetzt ist mir schwindelig. Der Wilm wollte auch gleich kurz, oder wollte vorbeikommen. Ich werde jetzt hier vorbereiten, dass ich den Raum hier unten mit Wilm laminieren kann. Vielleicht schaffen wir auch den Raum oben, den kleinen. Das wäre ganz cool. Ja. Ja, wäre der Raum fertig. Allerdings habe ich mich wohl ein bisschen verkalkuliert bis the limit. So, die Kiste hier, die angefangene. Ich habe Späne im Auge von einem scheiß Stichsäge, die pustet mir in meine Fresse. Und zwei Kisten. Das sind ungefähr 6 Quadratmeter. Reicht für den kleinen Flur auf jeden Fall noch. Einen halben Flur hier. Ich muss aber noch den Flur da drüber, der genauso groß ist, und das kleine Zimmer und das Zimmer da hinten. Kostet dann wieder Geld. Oh. Also räume ich hier die Kacke noch eben auf. Dann installiere ich mal die Steckdosen. Dann gucken wir, wie spät es ist. So, jetzt geht's rund hier. Scheiße, die roten hier. Hier habe ich einen Einhandhobel. Damit kürze ich mir jetzt die Tür. Muss ich einmal rüber und fertig. Kann ich nichts einstellen gerade. Ist aber nicht schlimm. Aber hier kann man einstellen. Hier ist ein Rädchen. Schauen wir mal auf 1,5. Müssen 2 mm sein. 1,5 mm erstmal. So. Ein Moment. Da ist richtig Power dahinter. Wahrscheinlich kriege ich jetzt die ganzen Späne in die Fresse gleich. Oh, ich muss ein Stück rüber. Das Kabel ist zu kurz. Er hat richtig Power, das Ding. Einmal ansetzen. Ja, schön. Ich sag noch, hat richtig Power, das Ding. Die Schraube hier rausgekloppt. Ich glaube, es hackt. Scheißdreck. Na, das repariere ich mal eben. So, ist repariert. Ich habe eine etwas längere Schraube reingekloppt. Jetzt sollte es funktionieren. So, gucken wir, ob es passt. Wie gesagt, die Tür mache ich irgendwann weiß, wenn ich Zeit dazu habe. Wenn wir eingezogen sind, dann nehme ich die raus, schreibe dann an. Und das kann ich ja schön draußen machen, sicher werden. Diese Behindertenhaus ist natürlich die ausgefranste Ecke hier, ne? Das sieht natürlich ein bisschen behindert aus. Aber da gibt es auch so Spachtelmasse für Holz. Dann mache ich das mal zu, bevor ich das lackiere. Aber so ist die Tür eingerastet. Mehr wollte ich gar nicht. Versuche es nochmal mit der ganzen. Zweimal, also 3 mm habe ich jetzt weggemacht. Und das reicht eigentlich auch. Nicht, dass die Glasscheibe kaputt geht. Ist hier auch schon ein Metall? Nein, die kann man sorglos durchfräsen. Aber ich muss jetzt auch die Türen einsetzen, weil sonst rennen mir die Handwerker wieder durch frisch gemachte und ich muss wieder alles sauber machen. Piss, ey! Ach, komm schon! Nee? Da fehlt noch was. Ja, muss ich nochmal rum. Passt! Schleift dich. Die war vorher schon so verbogen. Vermutlich war die immer offen, war die Tür. Hat die sich irgendwann mal verzogen. So, jetzt werde ich nochmal Steckdosen installieren hier in der Küche. Dann brauche ich hier auch nur noch Fußleisten dran machen und fertig ist die Laube. So, noch eine Schrauber in meiner Tasche. So, jetzt wollte ich die Zange.
den denn wohl? Diese Werkzeugsucherei. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Oh, er hat abgeschlossen. Also wieder. So. Die Tür habe ich übrigens auch eingepasst. Läuft. Das ist auf jeden Fall die. Die könnte man auch nehmen. Die andere finde ich aber besser. Da ist die andere. Die Kniepacks. Da werde ich mal zusammensuchen, alles hier. Oben in der kleinen Wohnung werde ich wahrscheinlich keine Türe ankürzen müssen, weil da war vorher auch schon eine Menge drin. Zack, zack. Boom. Zack, boom. So, da. Sieht das nicht nice aus? Nice. Look at this shit. Nice. Tägliches Fazit. Ich habe geschafft, mit Wilm zusammen hier das Laminat zu verlegen. Dazu muss ich nochmal sagen. Okay, das habe ich geschafft. Dann habe ich geschafft, hier in der Küche sämtliche Steckdosen zu installieren. Und sie funktionieren auch alle wohlbemerkt. Und Licht in der Küche funktioniert auch. Du merkst da oben noch nicht. Da muss ich mal wegen der Verkabelung gucken. Dann habe ich geschafft, die Türen zu kürzen, sodass sie hier reinpassen. Und ja, die Handwerker nicht mehr hier reinkommen in die Räume, wo sie nicht rein sollen. So, nehme ich den Schlüssel auch mit. Ganz wichtig. Und dann mache ich jetzt Party-Evening. Ich habe Hunger auf, da wisst ihr, der Knie geht. Und ja. Seht zu, dass ich nach Hause komme. Ta-ta-ta-ta. Zu. Zu. Zu, zu. Zu. Eigentlich müsste ich Wilms Wohnzimmer abschließen, damit die da nicht auf dem Parkett wieder irgendeinen Scheiß hinstellen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, die Tür einzubauen. Ja, ich würde sagen, Feierabend. Ich freue mich auf morgen. Nicht. Doch, nein. Alles gut. Ich freue mich drauf. Oh, Licht muss ich aufmachen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.